Also wenn die Sendung läuft, gehe ich 2 Wochen nicht mehr raus. Wenn du ein Problem mit mir hast, hast du ein Problem mit meiner Frau. Ja, du quatschst kein Wort mehr mit der. Danach möchte ich den einfach nie wieder sehen. Neue Gegner. Ja, ich muss schon. Unglaublich, ey. Ich bin echt so dumm, sorry, echt. Dass die sich das noch getraut. Und? Boah, ich werd gleich ganz krass sauer, ey. Überleg jetzt endlich. Ich höre dich mich mit der Piepstimme. Hallo, Freunde der absurden Unterhaltung. Willkommen zum Sommerhaus der Stars. Also, dass Mola und Adelina weg sind, definitiv merkt man das. Das ist jetzt angespannter. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ich glaube, da ist nichts, da war nichts, da wird nie was sein. Ja, sehr gut, wie unser Mike über sein Gehirn spricht. Mola hinkte einfach hinterher und ist jetzt raus. Natürlich sind alle angespannt. Wer putzt denn jetzt bitte das Sommerhaus? Ich glaube, jetzt geht so langsam den einen oder anderen der Arsch auf Grundeis. So, die merken, dass wir das ernst nehmen, hier als Gewinner rauszugehen. Oh je, ich glaube, jetzt gibt's Ziegenkrieg. Michelle und wir werden Mike schlechter los als Herpes. Wie es jetzt läuft, finde ich klasse. Wir frühstücken für uns, wir stehen für uns auf, wir gehen für uns ins Bad. Okay, schnell aufs Klo. Wartest du? Wo soll ich warten? Darf ich mich noch vom Bett bewegen oder wie? Ich glaube, es hackt. Offensichtlich hat Michelle in der vergangenen Folge die Akupunkturnadeln zu tief reingesteckt. Aber eine technische Frage. Läuft jetzt nicht das ganze Botox aus? Was wirklich sehr seltsam ist, dass Mike nicht versteht, dass er sie komplett einengt. Ich meine, Schranken kennt er doch wirklich aus seinem Kopf. Der Mike. Und dabei hatte er sich doch eigentlich wirklich selber so gut beschrieben. I am wrong. Ja, ich bin falsch. Die nervt, ey. Wird halt immer lauter, ne? Ja. Schatzi. Lässt dann einfach nicht in Ruhe, ne? Dieses Gestichel, das fuckt mich so ab, das macht mich so. Also, ich habe langsam das Gefühl, dass Ben und Sissi von uns genervt sind. Was? Denken sich, so irgendwie ist es nicht witzig. Nee, finde ich nicht lustig. Ich vor jeder Doppelstunde Mathe. Come on! Marita will einfach nur die Stimmung anheben. Was sie nicht weiß, ist, dass sie dafür eigentlich wieder ausziehen müsste. Machen wir uns nichts vor, die Stimmung hier entspricht in etwa der schauspielerischen Leistung der GZSZ-Darsteller. So schlecht, oh mein Gott, alles falsch. Der Blödsinn da mit ihrem, sie will nach Hause, wie sollen sie wählen und so eine Scheiße, hat sie es für euch auch gesagt? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will heim. Ich fühle mich da verarscht. Ja. Das ist so widersprüchlich, so sagen, so handeln. Dann geh doch bitte nach Hause. Weil ich glaube, die will krankhaft das Ding hier gewinnt. Meinst du? Ja, ich glaube, das ist kein Stück mehr. Die freiwillig gehen wollen. Kein bisschen, glaube ich. Oh, es wird spannend. Das heißt, sie glauben alle, Alm Klausis Freundin spielt hier ein falsches Spiel. Und jetzt stöhnen sie darüber mehr als die Kolleginnen von der Hamburger Reeperbahn, sagen es ihr aber einfach nicht ins Gesicht. Ich beobachte gerne und ich habe ein sehr, sehr gutes Menschenkenntnis. Wenn Menschen mich nicht mehr direkt in die Augen gucken können, dann merke ich einfach, dass da was nicht stimmt. Steht irgendwas zwischen uns? Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich glauben soll oder was nicht. Ihr wollt nach Hause, wegen dem Kleinen und so. Habe ich gesagt, ich will nach Hause? Ich sagte ganz ehrlich, ich will heim. Ja, schon. Das habe ich aber nicht gesagt. Nee, also das sind wir viel zu ehrgeizig. Ah, verdammt, jetzt hat sie blöderweise vergessen, was sie uns vor wenigen Minuten selber erzählt hat. Kann sie uns vielleicht erklären, wie das geht? Wir brauchen diese Superkraft unbedingt für Mike. Marita spürt, dass da was in der Luft ist und dass einige sie meinen. Nach solchen Stories singt man eigentlich bei DSDS vor. Oder ist es so, wenn ich weggehe, dann würdet ihr mir ein Messer in den Rücken rammen? Was mich sehr verletzt hat, dass man die Ehrlichkeit von uns in Frage stellt. Von sowas bin ich einfach genervt. Klausi und seine Frau wollen nach Hause, sind jetzt aber drauf gekommen, dass sie das so nicht sagen dürfen, weil sie sonst einfach nicht die volle Gage bekommen. Keine Sorge, sollte hier wirklich irgendjemand mit einem offenen Messer rumlaufen, dann gibt es natürlich direkt ein Warnsignal. Michelle und Steff würden im OP-Kittel von 5 runterzählen. Ah, ganz vielleicht könnte man das Messer auch sinnvoll einsetzen und ja, einem Klausi die Stimmbänder richten. Diese Mücke hier. Ich brauch das Spray. Ja? Kannst du es nicht am Tisch machen? Geht das? Das ist auch wieder so giftig. Das ja, aber irgendwo muss es sich ja einspringen. Aber nicht am oder? Tisch ist doch okay, ja. Damit es nicht aufs Essen ja. Und so kommt. Also es geht von ihm immer so ein würde Agro-Energie aus. Immer locker bleiben. Ich bin sehr locker. Ja. Du bist ziemlich angespannt. Die hat einen Schaden einfach nur mal. Die hat so eine Schraube. Kein Problem, man kann alles sagen. Man kann alles sagen, aber sie hat ja sonst überhaupt kein Gespräch. Die hat keine Ansagen zu machen. Der Erzfeind ist weg. Es lebe der Erzfeind. Mikes Anzahl an netten Dingen, die er hier im Sommerhaus gesagt hat, kann er sich wirklich sehr gut merken. Sie entspricht nämlich der Anzahl seiner Fans und seiner Gehirnzellen. Null!
Er hat einfach so eine Akkuenergie. Chakra-Kollegin Diana aus dem Vorjahr hat hier einen guten Trick, ja, diese Energie abzusaugen. Unsere Jana hier bezieht ihre von ihrem Kerl, dem Crystal Mathias. Er wartet nur, sich zu entladen. Was ist auch? Nee, sonst muss ich am Fußballfeld gehen, um mich einzusprühen. Tut mir einfach nur leid. Sieht uns und ist fast am... Let the game begin now. Locken wir diesen Schauspieler aus der Reserve. Ich laufe heute einmal durch und sprühe alles voll mit. Vibe so hart, angespannt, negativ. So kindischer Agro-Bullshit. Mike, oder wie er in der Branche auch heißt, der Burnout-Garant für jeden Psychologen. Bis jetzt hat Mike übrigens noch gar nicht mitbekommen, dass Jana gerade hier ihren Ärger rauslässt. Kein Wunder, er war ja auch einfach damit beschäftigt, Michelle zu überwachen. Wir haben hier eine akute Verwechslungsgefahr. Brechen, bis der Arzt kommt, und Michelle so brechen, weil der Mike kommt. Ich erzähle dir nachher noch ein paar Takte. Wenn du dich noch einmal anfaucht, hat die ein richtiges Problem. Keiner tut dich mal weg. Habe ich Drogen eingeschmissen oder was? Was ist jetzt passiert? Niemand macht meiner Frau eine Ansage. Jetzt bringen wir die mal aus der Balance. Danach möchte ich den einfach nie wieder sehen in meinem Leben. Also damit ist bei mir jetzt auch over. Geht gar nicht. Nie wieder sehen. Ja, du dann einfach dafür sorgen, dass Mike einen Sat.1-Vertrag bekommt, dann klappt das auf jeden Fall. Wenn Mike genauso treffsicher ist, wie seine Reflexion gut ist, müssen wir uns immerhin keine Gedanken machen, dass da noch irgendwie sowas wie Nachwuchs kommen sollte. Wir machen gleich weiter. Wir sind hier bald 130.000. Ich brauche euren Support dafür. Deswegen lasst jetzt ein Abo mit Glocke da. Ich freue mich sehr und wir machen jetzt weiter. Peggy, hast du dich eingesprüht? Nee. Gut, weil das schadet dem Menschen nämlich auch. Wie Mentner einen Engel ohne Flügel. Gefallener Engel. Gerupftes Huhn. Dadurch, dass sie ignorant ist, voreingenommen ist, ekelhaftes Verhalten an den Tag legt, ja, und dann noch die Dreistheit besitzt, die Dreistigkeit besitzt, meine Frau überhaupt was zu sagen. Da hört es auch bei mir schon auf. Ja, du quatschst kein Wort mehr mit der. Ach so, sie ist ein Engel? Ich bin Krebs. Ah, ich mache mir ehrlich gesagt bei Jana trotzdem keine Gedanken, dass sie auch ganz ohne Flügel in anderen Sphären schwebt. Es würde mich nicht wundern, wenn alle ganz schnell zu einem Klausis Adiletten rennen und an ihnen lecken, in der Hoffnung, dass der Pilz giftig ist und sie von diesem Leid hier erlöst werden. Man muss aufpassen, die Frau. Frau. Einfach einer der schlechtesten Menschen, die ich jemals gesehen habe. So einen Finger in die Erde stecken und sich wieder aufladen. Öko. Die geht bestimmt nur in so Bioläden rein, ey. Ekelhaft, ey. Das sind doch die Leute, die jedes Mal demonstrieren, wenn ein Schmetterling vom Baum fällt. Da hat sie sich mit dem Falschen angelegt. Ja. Also da kann ich dich dann auch nicht mehr zurückhalten. Nö. Stutzen wir diesen Engel die Flügel. Ist dem Mike durchgerutscht, die bunten Pillen hier unserer Michelle in den Kaffee zu schütten? Sie redet heute ja mal so viel. Ehrlich gesagt finde ich Mike inzwischen gruseliger als die Caro Robens Puppe. Ich muss mich hier im Sommerhaus so zurückreißen. Nein, im Ernst, also so geht man nicht miteinander um. Meine Güte, ey. Ich wollte mich mal ein bisschen entspannen. Das geht hier nicht. Ist Jana jetzt sauer? Doch, so ein bisschen irritiert war sie gerade. Ja, das bin ich auch schon längerer Zeit. Weil meine Frau macht keiner eine Ansage. Das ist dieses so, typische lahme Gangsterverhalten. Ja, keiner macht meiner Frau eine Ansage. Wieso? Du machst deiner Frau die ganze Zeit Ansagen. Mhm. Was für Gangster. Also Entschuldigung, wir hatten hier im Sommerhaus schon richtige Gangster und das sieht ganz anders aus. Es ist aussichtslos. Sagt die Einsicht. Bruder. Ey, Lava. Auch Steff ist unserem Team Chakra gegenüber ein bisschen skeptisch. Die leben in einer ganz anderen Welt wie wir, ne? Stimmt, sie kann nämlich kurioserweise ihre eigenen Rechnungen bezahlen. Hey, Mr. Trash-TV, da, der Mond. Gut, dass du sagst. Ich dachte ganz kurz, dass das einfach Steffs Gesicht ist. Alle Infos zu SimOn, dem Handytarif, gibt es hier natürlich über die Infokarte. Wir gucken, bevor es gleich richtig eskaliert, mal kurz in die erste Challenge. Ihr dürft das Kreuzworträtsel gemeinsam lösen, aber nur die Frau darf die Buchstaben einsetzen. Kreuzworträtsel machen wir nie. Woher weiß man denn, welches zuerst kommt von den Buchstaben? Höher, komm. Hoch jetzt. Genau die gleiche Motivation möchte Peggy auch immer bei ihrem Steff anwenden, aber es bringt nichts. Yasin hat beim Vorlesen aber auch wirklich alle Buchstaben einzeln in den Kopf angesetzt. Griechischer Gott der Liebe, Peggy. Griechischer Gott der Liebe. Amor. Eros könnte es auch sein. Adam. Die Leute lachen dich aus. Eros, ist das nicht der Nino De Angelo für Produktionen mit viel Geld? Es gibt nichts anderes als Elfen jetzt. Und hier endlich mal wieder maskulines Spiel. Männer, Power und Frauen hängen
einfach nur dran. Hilfe! Unterwürfig! Meine Frau, Michelle, mach! Das wusste ich sofort. Ja, kein Wunder. Mike will hier gewinnen, weil es sich gut anfühlt zu gewinnen. Mike, woher weißt du das genau? Bleibt zu hoffen, dass sie das Spiel hier im Liegen durchführen können. Noch tiefer sollten sie hier wirklich nicht fallen. Ja. Was ist nochmal unterwürfig? Man unterwirft sich. Was ist das nochmal? Ich überleg doch auch. Sag doch einfach, du weißt es nicht. Mir fällt das auch nicht ein. Ich habe selten so einen smoothen Diss gesehen. Also ich vermisse beim Kreuzworträtsel in diesem Jahr unsympathischer Bachelor mit 6 Buchstaben. Oh, Mann. Oh, Schatzi, du musst abnehmen. Du musst echt abnehmen, Schatzi. Leck mich am Arsch. Fette Sau, ey. Ey, bist du nicht ganz dicht, oder was? Heimlicher Beobachter. Stalker. S-T-O. Nein. Couleur. Ganz offensichtlich schreiben sie alle so, wie unsere Adeline mit den Fake-Lippen gesprochen hat. Heimlicher Beobachter. Im Sommerhaus nennt man das natürlich RTL-Redaktion. Ich weiß nicht, was FLZ bedeutet. FRZ. Alter Schwede, sind wir echt zu blöd für FRZ? Ja. Französische Liebschaft. Als wäre ich im Gymnasium gewesen. Ah, eine Liaison. Bei den meisten Followern dieser Stars muss man sich tatsächlich eigentlich fragen, ob sie sich diesen Defekt in den Personalausweis haben eintragen lassen. Französische Liebschaft. Schulklo in der Oberstufe. Tapferkeit, Mut. RTL-Zuschauer. So, liebe Kinder, bitte alle aufpassen. Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs RTL Sommerhaus. Was kannst du dann eigentlich? Weil sportlich bist du auch nicht, Wissen ist auch nicht so deins. Setzen, Sex. Singen und Frisuren kann er auch nicht. Da bleibt echt nicht mehr viel übrig. Kann man so bescheuert sein? Ja, also, ich hatte keinen Blackout. Wir sind so doof. Also wenn die Sendung läuft, gehe ich 2 Wochen nicht mehr raus. Mein Leben während des Dschungelcamps. Rede! Sorry. Mir ist das aus der Hand gefallen. Hör auf jetzt schon wieder mit deinem Unmut. Schrei mich doch nicht an. Da ist das V, dass du nicht zuhören willst. Es gibt immerhin einen enormen Vorteil gegenüber dem Vorjahr. Da war es gar nicht so leicht, dass das mit dem Gleichgewicht klappt. Also zumindest bei Andreas. Rede! Runter! Ich höre dich mit der Piepstimme. Ja. Gib Gas. Ja. Nein, sag nicht ja, rechne selber nach. Wow, der Typ ist einfach peinlich des Todes. Boah, ich werde gleich ganz krass sauer, echt. Überleg jetzt endlich. Wenn du noch einmal mit mir so redest, breche ich ab. Hier wird nichts abgebrochen. Jetzt reiß dich zusammen. Komm jetzt, du bist echt ganz ehrlich. Babe, lach doch mal. Nö. Der Mike, oder wie er auch heißt, das Worst of von Lisha, André und Annemarie Eifel. Was genau kippen die vom RTL denen bitte ins Wasser? Die werden hier wirklich von Tag zu Tag verblendeter. Oh, jetzt mach nicht auf Trauerklos. Ich sehe gerade Sterne. War echt hart, also ich merk's selbst jetzt. Es war ordentlich. Ich sehe gerade auf dem Auge nur so ein bisschen verschwommen. Wir werden gefordert, Schatz, morgen. Ich hab Hunger. Kochst du mir was? Puh, Leute, also ich habe wirklich probiert, irgendwas an Mike nett zu finden. Und Mikes Persönlichkeiten so. Nicht mit uns, Bitch. Bitte nicht verwechseln. Im Januar läuft beim RTL der Krieg der Sterne. Und sollte er wirklich dran teilnehmen, wie es die Gerüchteküche ja besagt, wäre er der Creep der Sterne. That's a model. Oh. Was ist los? Es verbrennt, es brennt. Warum habt ihr ein Backpapier darunter gemacht? Ihr könnt ja beide nicht nachdenken. Das wurde in der Pressemitteilung von RTL als einer der größten Brände im Reality-TV verkauft. Samira fragt sich natürlich völlig zurecht, sag mal, wie blöd könnt ihr denn eigentlich sein? Warum haben sie die Frischhaltefolie abgemacht von der Pizza? Aber eine Frage, warum durften die denn hier überhaupt Feuer machen? Ist es nicht ein Gesetz, dass Feuer in Reality-Sendungen immer von Stars bewacht werden muss? Auf der einen Seite merkt man, du hast voll Bock hier zu sein. Ja, auf der anderen Seite sagst du aber, boah, ich würde irgendwie gerne nach Hause und bei der nächsten Nominierung wählt dann bitte mich. Ich habe niemand gesagt, bitte nominiert mich, ich will nach Hause. Okay, also, sie vermissen ihre Kinder. Ja, aber sorry, die anderen haben auch Kinder. Wer vermisst seine Kinder nicht? Ich. Psst, stell dich am Rand alleine hin. Ja. Also ich würde es Lars und Dominik gönnen. Wie, du würdest jetzt Lars und Dominik gönnen? Ja, erstmal safen wir uns und dann gönnt man über euch. Gönjamin ist vorbei hier drin. Jana und Sascha haben das Rätsel innerhalb von 28,50 Minuten gelöst. Fuckt mich einfach mega ab, dass es ausgerechnet die zwei gewesen sind. Folge 7 vom Sommerhaus. Und ich habe inzwischen selbst das Gefühl, mit Mike in einer Art toxischen Beziehung zu stecken. Ja, Mike hat große Probleme, seine Frau aber ehrlich gesagt noch größere. Also zumindest eines. Unterm Strich gönne ich Michelle den Sieg, weil sie hat die größte Challenge. Ein Leben mit Mike. Hallo. So lustig, komm. Ja, Sascha. Ja.
Nee, alles gut. Nein, Sascha. Du hast jetzt. Au, au, ey, du hast mir voll deinen Muskel reingedrückt. Spinnst du? Nein, leider sind die jetzt gesaved. Es macht das Leben hier drin umso beschissener, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man sie noch entsafen. Kotzt mich tierisch an, weil die jetzt noch sicherer sind in ihrer Umgangsart uns gegenüber. Okay, stopp. Sagt mal, Freunde vom RTL, das zeigt ihr einfach so ohne Haltung oder irgendein Statement dazu eben, wie armselig sein Verhalten ist. Wir machen eben viel Spaß und so, aber mal ganz kurz Real Talk. Das ist nicht okay und vor allem auch gar nicht normal, was der hier macht. Völlig klar, wir sehen hier nur einen Auszug, aber er führt ihr psychische und auch physische Schmerzen zu. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Bitte, bitte, wenn jemand von euch in einer ähnlichen Situation stecken sollte, also auch nur im Ansatz, das ist ja wirklich schon krass, dann holt euch Hilfe. Die Nummer schreibe ich euch in die Kommentare. Das ist nicht okay. Das muss sich niemand gefallen lassen und sollte sich auch niemand gefallen lassen. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir von einem Sender bei allem Spaß in so einer Situation auf jeden Fall eine Haltung. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht und das Ergebnis ist eindeutig. Ich bin so stolz auf euch. Weitere journalistisch fundierte Umfragen gibt es natürlich bei mir auf dem Account. Den verlinke ich euch hier in der Infobox. So, zurück. Nicht immer den Gesichtsausdruck, den mag ich nicht. Den habe ich die ganze Zeit schon. Ja, das nervt mich ein bisschen. Ich weiß. Wir müssen jetzt taktisch, klug vorgehen. Wir brauchen hier nicht Gefallen. Wir müssen hier nicht Nettigkeiten sein. Die Sache ist sowieso gegessen. Können wir jetzt mal da hingehen? Vertrau mir. Cool, ich muss mich dann so viele blöde Regeln hier halten. Das ja, nervt das ist mir. So. Ja, weil du es nicht kennst, ne? Nee. Du wärst jetzt schon... Nur so kommt man ins Finale ab. Wie bitte? Das wäre nicht mein Plan gewesen, den du da gerade fährst. Die Arme und dann legt sie eben am Boden. Also Mikes Insta-Karriere. Ist es eigentlich nach dem deutschen Hochzeitsgesetz erlaubt, dass Michelle Sauer auf ihren auf ihren Mann ist? Lass uns jetzt mal hingehen. Ich mag jetzt nicht. Du hörst auf jetzt. Nein. Du hörst auf. Wenn du jetzt aufhörst, werde ich richtig sauer. Du nervst mich. Ich habe keine Lust mehr darauf. Schenkst du dir wieder einen ein? Ja, ich habe keine Lust mehr auf das Tempo. Jetzt lass uns hingehen. Hör jetzt nach meinem Tempo. Nee, ist anstrengend. Du hörst jetzt mein Tempo. Hör auf damit. Ich finde es halt gerade ein bisschen blöd. Die sitzen alle zu und möchten mich auch mal austauschen. Nach meinem Tempo. Ich mag nicht immer wie so ein Rennerpärchen auf der Bank sitzen. Wir müssen mal kurz ein bisschen Real Talk machen. RTL redet das Verhalten von Mike in einem extra eingeführten Live-Talk zur Sendung tatsächlich auch noch schön. Eine Paartherapeutin sagt vor laufenden Kameras, das ist alles normal, wir sehen nur einen Auszug aus einer Beziehung und das ist alles nicht so schlimm. Bitte was? Dass ein Typ seiner Frau verbietet, mit wem sie reden darf und dass ein Kerl seine Frau auch so ekelhaft hier vorführt, das ist normal? Was? Sorry, nein. Einfach nein. Also da muss ich echt sagen, RTL, bitte, bitte nachjustieren. Sie wirft ihm ständig einen Ball zu und er lässt ihn einfach permanent fallen. Analogien zu der Zeit, als Mikes Eltern ihn damals als kleines Baby mal in die Luft geworfen haben, sind rein zufällig. Lauf davon, lauf davon. Mein Naturell ist eigentlich auf Menschen zugehen, immer das Gute zu sehen. Und Mike ist dann immer wieder so ding. Einfach mal chillen. Was musst du denn immer unter Leute? So machst du einen Schaden. Wenn sich einer damit auskennt, dann ja wohl er. Mike hängt einfach noch stärker an Michelle als eine Zecke an ihrem Wirt, nur dass er eben noch mehr absaugt. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn man mit Mike zusammen ist, darf man auf gar keinen Fall an Klaustrophobie leiden. Ich habe von zu Hause geträumt. Und jetzt bin ich gerade mehr am Hadern, ob wir sagen, komm, dann gehen wir halt einfach freiwillig. Ich habe permanent Durchfall, ich nehme Tabletten. Eine Woche, bevor ich hier rein bin, habe ich es auch gehabt. Nicht so wie sie. Du hast schon richtig schlimm gehabt. Jetzt geht's ab. Nein, nein. Nee? Doch. Der konnte nicht ausstehen, hatte Magenkrämpfe, Fieber, Schüttelfrost. Hast du ich auch. Du siehst top aus. Also ja, ich bin auch nicht dein Mann. Jetzt werden so langsam die Krallen ausgefahren. Auf dem Klo die Karriere ankurbeln. Sehr gut, das kennen wir normalerweise ja sonst nur von DSDS. Also als Dieter Bohlen noch da war natürlich. Und Glückwunsch, wir haben was gefunden, was noch limitierter ist als nette Gedanken von Mike. Samiras emotionale Intelligenz. Dann bin ich da einfach meiner Heilintuition gefolgt. Weiß nicht, was sie da gemacht hat. Auf jeden Fall hat es in dem Moment gut getan, aber Bauchweh habe ich halt immer noch.
wie eine Mumie. Da hat irgendwo einer in Ägypten den Sarg aufgemacht und seitdem haben wir die Plage. Das ist echt grausam, ist das. Wirklich grausam. Sie meint das ernst und bei Marita ist es halt einfach wieder nur ein Stimmfang. So deep, noch tiefer ist nur Caro Rubens Stimme. Warte ab. Und ich kann ganz genau sagen, welche Tür geöffnet wurde und seit wann die Plage im Sommerhaus ist. Erstmal die Büßengeister vertrieben. Boah, ich weiß ja, ich pack die einfach nicht. Ich packe sie einfach nicht. Nein, die ist so voreingenommen uns gegenüber. Unfair. Halt doch noch eine Runde. Die hat einen Schaden, Mann. Ganz krass. Also wahrscheinlich ist ihre letzte Rolle jetzt hier und dann ist auch mal gut. Ja, das wird nichts mehr. Es sollte uns doch langsam zu denken geben, dass das Love Island Couple und Jana mit ihrem Freund zusammen, dass das die Normalsten hier sind. Mike hat seinen Kopf auch nur zum Schminken, oder? Oh, noch nicht mal das. Naja, manchmal ist auch weniger mehr. Weniger Mike zum Beispiel. Es wird rasiert heute, das ganze Ding. Es wird nur nicht beschimpft. Bei diesem Spiel werden die Männer einen Hindernisparcours blind durchlaufen. Vor dem Ziel müssen die Männer in einem Bällebad ein Herz finden. Derjenige, der die Hummel hat, der tut mir jetzt schon leid. Oh nein! Du siehst so kacke aus. Wie ein Trottel. Ich hab irgendwie gehofft, ich krieg was Cooleres. Michelles Eltern sicherlich auch. Und jetzt schauen wir in die zweite Challenge. In diesem Jahr gibt es also keinen Knüppel. Vielleicht ist es auch besser, wir waren im vergangenen Jahr ja auch alle verwirrt. Wir dachten, Diana hat gewonnen, weil ihr Mann ja als einziger irgendwas getroffen hat. Nein! Rätsel doch! Schon nicht einfach auf dich zu hören in dem Fall. Warte! Schatz, versuch vielleicht weiter unten. Bin doch ganz unten. Ja. Ich wäre auch gern zum Ende gekommen, aber es ging einfach mental nicht. Schade, schon wieder nicht. Ja, sie müssen keinen Knüppel suchen, das wäre aber auch unfair. Alm Klausis Frau kennt sich damit ja wirklich sehr gut aus und sie wäre deutlich im Vorteil. Naja, und jetzt suchen sie dafür hier eben ihre Würde. Einer hat mir zwischen die Beine gefasst und der andere hinten an meinem Schwanz. Das klingt nach einem Berghain. Das kannst du nicht mehr. Sei doch einfach leise da oben. Nimm beide Hände, dann kannst du es besser greifen. Hör auf jetzt mit deinen beiden Händen. Hör auf mit deinem Schwachsinn. Such weiter, Schatz. Hör auf jetzt zu labern. Such überall. Sei ruhig jetzt. Puh, der Mike wirkt einfach so, als hätte er die Folien aus dem vergangenen Jotta-Seminar wirklich ziemlich gut auswendig gelernt. Offenbar ist Mike in körperlichen Spielen jetzt nicht so gut. Vielleicht wären Quizfragen was für ihn. Zum Beispiel, nenne alle Ex-Freunde von Michelle. Das Herz ist keines zum Schmusen. Es riecht ihr ziemlich unangenehm modrig und ist schrumpelig. Fühlt sich an wie ein Sack. Gewonnen haben Lars und Dominik. Und liebe Leute, jetzt werden die Karten nochmal komplett neu gemischt. Also wir haben niemals gedacht, dass wir so lange im Haus bleiben. Und jetzt wissen die aber zu Hause nicht genau, was mit uns los ist. Weil eigentlich wären wir schon daheim. Deswegen wäre der Anruf zu Hause super, super. Lebensnotwendig. Ja, ich muss schon. Wir haben eine ganz, ganz tolle Gruppe. Wir verstehen uns auch sehr gut mit allen. Verlogen bis zum geht nicht mehr. Wie geht's, Lauri? Der ist der Hammer, ist der. Ich vermisse euch auch. Oh, wie süß. Ich hätte ja auch irgendwann gerne meine Tochter, die bei einem Telefonat mit mir vor Freude weint oder zumindest meine Rente bezahlt. Ist das herzergreifend. Aber als Investor bin ich aus. Danke, Steff. Alles gut? Gut. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Haben die angerufen also? Wir können noch bleiben, hat meine Mama quasi ausrichten lassen. Heute so, morgen so. Das irritiert. Ich habe Bescheid gekriegt von zu Hause. Ich freue mich so, das ist unfassbar. Das kann keiner nachvollziehen. Doch. Jeder, der mal ein Zalando-Paket bekommen hat, ausrichten lassen. Aha, gut. Maritas Umschreibung für ein Telefonat sind wirklich genauso wie die Hinweise bei The Masked Singer. Völliger Quatsch. Und nur irreführend. Ich merke gerade, dass mein Knoten sich im Bauch auflöst und wahrscheinlich kommt noch eine Ladung raus und dann kann ich wieder Vollgas geben. Ich wollte telefonieren. Deine Mutter. Ich habe Bescheid gekriegt von zu Hause. Mhm. Ist das alles okay? Unglaublich, ey. Unglaublich. Sie durfte nicht telefonieren. Wahnsinn, ey. Wir haben auch ein Kind, Samira hat auch ein Kind und ja, es ist scheiße. Und damit zieht sie Peggy halt runter, dann soll sie es für sich behalten. Du musst nur ein Arsch sein und schon klappt das. Ja, wenn du Krawall machst, kommst du damit gut durch. Ja. Und RTL so, oh, die anderen Eltern reagieren jetzt also mit Missgunst. Ja, also gut, damit konnten wir weniger rechnen, als dass der Bachelor eine Frau küssen wird. Das ist auf jeden Fall mal ein richtig fieser Move von RTL. Fast so fies wie Alm Klausis Jugendwahn. Aber ich lass mich doch nicht verarschen. Dass die sich das noch getraut, mir das zu sagen. Die lacht sich jetzt tot über uns. Die lacht sich tot, die macht so. Weil das war ja nun wirklich ganz eindeutig. Boah. Ach, ey.
Ja, das nervt. Und sie hat uns gesagt, bitte nominiert mich, ich will nach Hause. Und ich finde das... Ja, nur weil sie jetzt wieder ein gutes Gefühl hat und sie hat jetzt wieder Power, hat sie trotzdem vorher uns die Power entzogen. Ja. Nachdem Mola raus ist und kurz vielleicht die Gefahr bestand, dass Mike seine Kampfeslust verliert, eröffnet RTL einfach einen weiteren Brandherd. Sollte es bei RTL halt einfach nicht mehr so gut laufen, hätte ich eine Idee, man könnte den TV-Sender einfach wirklich in eine Fleischtheke umwandeln. Darf es ein bisschen mehr Beef sein? Dann schauen wir mal zum Stimmungsbild. Klaus und Marita. Klaus und Marita. Mike und Michelle. Du triffst jetzt eine Entscheidung. Ich gebe es an dich ab, du triffst jetzt eine Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung zwischen Ben und Sissy und zwischen allen Klausi und Marita. Marita und Klaus. Mike und Michelle. Mike und Michelle. Don't fuck with the wolf. So juckt mich Mückenstich. Ein Mückenstich. Oder wie Michelle auch sagen würde, Knickknack mit Mike. So viel Zeit muss sein, jetzt aber bitte zur Verkündung. Marita und Almklausi, 4 Stimmen. Michelle und Mike, 3 Stimmen. Danke, dass wir nicht mehr die Mehrheit haben. Ich danke. Mike hat es sehr mit großer Würde getragen. Krass, der Typ. So, oh mein Gott. So, Schulhof, weißt du? Und ganz vielleicht lenkt RTL den Groll von Mike auf Marita, damit er nicht das macht, was Michelle hätte schon längst tun müssen, endlich gehen. Wenn wir uns nicht safen, muss ich die anderen 2 Stimmen, wo Mike bekommen hat, ummodeln. Wenn dann habe ich vielleicht 3 oder 4 Leute mit einer Stimme und wir haben unsere 4 Stimmen, dann nehme ich Schwächste. Wer sagt's ihm? Er kann ja unmöglich gegen sich selbst antreten. Sag mal, und wie clever ist es eigentlich von Almklausi, dass er hier seine Strategie einfach ganz offen rumposaunt? Null! Und wie soll ich sagen, das Resultat seiner Aktion sieht tatsächlich einfach noch schlimmer aus, als ein Oceans Apart Outfit nach 2-mal Waschen. Ich wollte jetzt umdenken. Hm? Ihr auch. Wie? Umdenken. Wie umdenken? Klaus hat gesagt, ihr sollt umdenken und ihr sollt umdenken. Was will ich jetzt nicht? Ich verstehe es auch gerade gar nicht. Klaus will seinen Arsch retten und will 2 Leute umdenken. Das heißt, ich muss AA. Ihr wählt die Stimme nicht mehr auf Mike und Dominik und Lars auch nicht mehr auf Mike. Das ist mir zu kompliziert gerade. Was denn? Ich habe gerade erklärt, was Klaus meinte. Eine Frage, warum läuft gerade eigentlich GZSZ noch? Diese Gespräche hier, es ist einfach so geil. Samiras Erklärung ist einfach noch präziser als die Spielerklärung von Jochen Schropp bei Promi Big Brother. Und das heißt was. Wie ist denn die Entscheidung ausgegangen? Noch. Ein Teil von uns habt ihr schon überzeugt. Ja, cool. Ich habe Bock gehabt, wieder ins Socializing reinzukommen. Man sieht das, ich lasse die Leine wieder mehr los bei dir. Ne? Das merkst du auch. Vertraue dir da auch, aber ich habe immer noch die Leine in der Hand. Hat Michelle ihm vielleicht aus Versehen in der vergangenen Folge so einen Sandsack gegen den Kopf geworfen oder warum hat er jetzt einen Wackelkontakt offensichtlich? Er kann ja auch mal nett sein. Also, wenn es ihm was bringt natürlich. Und schon wieder spricht er hier von dieser Leine. Er hat ja auch gesagt, er wäre ein Dobermann. Das sind doch die Hunde mit dem Stummelschwanz. Keine weiteren Fragen. Und dadurch, dass ich heute Bock gehabt habe, haben wir diese Stimmen abgefedert. Sonst hätten wir die Mehrzahl gehabt. Ich bin ja sehr dickköpfig, aber da hat er womöglich wirklich recht. Und wenn das so ist, dann hast du noch einen Wunsch frei. Stockholm. Wird aber irgendwann bitte dein Go kriegen, dass ich mal mit Jana rede. Nein, außerdem will ich dabei sein. Ja. Weil das ist ein Gespräch unter 6 Augen. Zu dem Zeitpunkt, den ich für richtig halte. Das bedeutet, wenn du ein Problem mit mir hast, hast du ein Problem mit meiner Frau. Also brauchst du auch nicht so tun, als würdest du mit meiner Frau cool sein. Weil meine Frau ist meine Frau. Und wenn du nicht cool mit mir bist, ist sie auch nicht cool mit dir. Ich bin so dickköpfig. Liebe Michelle, in welcher Welt lebst du? Sie fragt bei Mike um Erlaubnis und ich glaube, wir verstehen das alle nicht. Und genau, weil wir uns da zumindest fast alle einig sind, denke ich mir, ah ja komm, hier, die Menschheit ist doch gar nicht so schlecht. Und dann sehe ich sowas auf Instagram. Wow. Warum wollt ihr denn jetzt taktisch denken? Wir werden uns safen morgen. Ich war eben geschockt. Deswegen habe ich mich da mit Sissy rausgesetzt, habe mit ihr darüber gesprochen. Weil ich. Warum redest du mit der Sissy? Weil man nicht direkt auf uns zugeht und andere manipuliert. Kommt doch einfach zu mir oder zu Klaus. Ich bin auch gerade eben zu euch gekommen. Ja, aber du bist ja vorher erst zu Sissy gegangen. Sie redet doch auch mit Anna. Warum darf ich es denn nicht tun? Samira und Yasin haben sich einfach seit Love Island auch, ich glaube, 0,0 weiterentwickelt. Sie heult rum und er checkt einfach gar nichts. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob Marita das wirklich jetzt aus taktischen Gründen macht. Samira geht aber fest davon aus, dass sie das Ganze hier besser durchschaut, als Mike einen Grundschulaufsatz zum Thema Gleichberechtigung.
Es ist einfach durch einen Spaß, den keiner versteht. Das war für mich halt kein Spaß. Man kann ja auch nicht immer irgendwann alles aus Spaß. Irgendwann ist es auch mal, man kommt auch mal ran und denkt, das ist ernst. Auf einmal kommen hier irgendwelche Freundschaften zustande und ich sitze da wie im Gruselkabinett, weil ich denke, ich sehe nicht mehr richtig. Ich bin echt so dumm, sorry, echt. Die wollten einfach. Sorry, aber wenn es nicht versteht, dann ist es auch mal gut. Dann setze ich jetzt einen Punkt, hab da auf diesen Scheiß keinen Bock mehr, fertig, aus Ende, sorry. Beruhig dich doch jetzt mal. Nee. Das will ich erst recht gehen. Liebe Samira, du bist halt auch wirklich inkonsequent. Einerseits sagst du, man soll dich hier nicht für dumm verkaufen. Auf der anderen Seite sagst du, du möchtest nicht belogen werden. Ja, was denn jetzt? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Ich bin mir echt unsicher. Macht Marita das jetzt aus taktischen Gründen? Was sagt ihr? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut hier mal rein. Mike hat einfach behauptet, Mola hat gelogen bei der Exit-Challenge und tatsächlich, beim Auszug hat er nicht mehr gehumpelt. Oder auch hier in einer meiner Lieblingsfolgen, Mike sei das Böse. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.